Schon am ersten Tag der Steiermark-Präsentation vor dem Wiener Rathaus kamen 150.000 Besucher zur Eröffnung dieser Traditionsveranstaltung. Es war ein sympathisches Treffen der Wiener und der Steirer. Die Steirer und die Wiener verbindet ja schon eine lange Freundschaft. Wir haben die Wiener immer in der Steiermark herzlich willkommen geheißen. Und es ist vom Gletscher bis zum Wein unsere Steiermark natürlich ein Erholungsgenuss, aber auch Abenteuerland. Und das führt dazu, dass viele Wienerinnen und Wiener, aber auch Menschen aus der ganzen Welt am Steiermark-Frühling die Steiermark entdecken und dann zu uns kommen. Steiermarktage in Wien, wohl auch durch die Präsenz und durch das Engagement des Wiener Bürgermeisters hat das natürlich noch mehr Gewicht. Nein, ich will nicht übertreiben, aber ich kenne jetzt seit 22 Jahren diesen Frühlingsbeginn durch die Steirer, damals noch im Wiener Prater, sind dann ins Zentrum der Stadt hereingerückt. Ich glaube, ich hat die ganze Veranstaltung sehr gut getan, weil sie sich unglaublich positiv auch verändert hat. Und ich meine, gut, das ist ein Besuch bei Freunden. So wie umgekehrt natürlich sehr viele Wiener Urlaub machen in der Steiermark, das ist auch ein Besuch bei Freunden. Also, das ist schon in Ordnung so. Unter den vielen Besuchern waren natürlich die Spitzen der Politik und Wirtschaft vertreten. Die Steirerin in Wien. Wie fühlen sich die Steirer und wie fühlen sich die Wiener? Ich denke, die Steiermark präsentiert sich heute von ihrer schönsten Seite. Wir haben über 100 Genussstationen und ganz viele herzliche Gastgeberinnen und Gastgeber. Und die Wiener kommen auch gerne. Die Wiener genießen hier 4 Tage lang die steirischen Genüsse. Und wir hoffen natürlich, dass wir sie auch als Urlauber in unser Bundesland locken können. Ist eigentlich sehr interessant. Früher einmal war die Steiermark, was den Tourismus anbelangt, eher im Dornröschenschlaf im Ennstal. Mittlerweile ist die Steiermark weltoffen. Wie ist das gegangen? Wir haben eine wirklich tolle Entwicklung im Tourismus die letzten Jahre und Jahrzehnte mitgemacht. Das liegt auch daran, dass wir sehr früh auf Qualitätsoffensiven gesetzt haben. Und mittlerweile ist die Steiermark vom Gletscher bis zum Wein im Sommer wie auch im Winter ein beliebtes Urlaubsland. Und gerade auch bei den Österreicherinnen und Österreichern selbst eines der beliebtesten Urlaubsdestinationen. Ein weiterer Steirer in Wien aus einer Region, die auch sehr viel zu bieten hat für den Gast, der dorthin kommt. Ja, ich bin zum dritten Mal beim Steiermark-Frühling mit dabei, freue mich, bin gemeinsam mit dem Hochsteiermark-Tourismus hier herausgereist und ich glaube, die Mariazellerhütte, wo wir uns derzeit befinden, ist ein besonderes Schmankerl beim Steiermark-Frühling jedes Jahr und da freut es mich auch als Bürgermeister von Durna mit dabei zu sein. Die Hochsteiermark war wieder mit neuen Produkten und Ideen präsent. Wir haben ja auch ein super Thema heuer am Rathausplatz, es ist ja vom Gletscher zum Wein, das hat der Steiermark-Tourismus und da ist die Bergzeitreise ein Teil davon. Und da haben wir gesagt, Peter Rossecker hat auch Jubiläums Jahr zum 175. Todestag und da gehen wir mit Peter Rossecker auf Bergzeitreise. Die Wiener kommen zu uns, können eine Dorfrundreise machen und kriegen als Dankeschön eine Peter Rossecker Ansichtskarte und einen passenden Rucksack dazu. Steiermark Tourismus organisiert ja das Fest mit den vielen, vielen Partnern. Es sind rund 140 Aussteller, 70 Hütten und das machen wir sehr gerne. Das ist zwar für uns ein großer Aufwand, aber ich denke mir, das ist es wirklich wert, auch nach Wien zu kommen und den Wienerinnen und Wienern für ihre Treue zu danken. Der Wiener liebt auch den steirischen Wein erstaunlich, wiewohl er selbst viel Wein hat. Ja, Wien ist ja eine der wenigen Großstädten, die selbst Wein anbauen. Gibt es ja nur mehr in Südafrika gibt's eine Stadt, aber mittlerweile hat ja der Bürgermeister Häuptl gesagt, ist unser Wein auch sehr, sehr gut. Aber ich glaube, sie genießen auch sehr die steirischen Weine. Ja. Viele essen mit den Augen und meinen, die Liebe ginge auch durch den Magen. Der Star-Koch Johann Lafer, auch ein Freund der Steiermark, zeigte seine Künste live vor dem Publikum. Was schmeckt denn den Steirern oder den Wienern am besten, was in der Steiermark gekocht wird? Ich glaube, dass die Steiermark einfach ein wirklich sehr vielseitiges Bundesland ist, wo man sowohl Kurz- als Langzeiturlaube verbringen kann. Und gerade Wien, Steiermark ist ja die Entfernung nicht so groß. Viele fahren auch mal für ein Wochenende in die Steiermark. Und man weiß, dass die Wiener sehr, sehr gerne in die Steiermark in Urlaub fahren. Und deswegen finde ich natürlich es auch schön von der Steiermark, dass sie hierher fahren und sich präsentieren, damit die Wiener hautnah erleben können, die noch nicht da waren, wie es in der Steiermark wirklich ist. In Summe war es ein Fest der Regionen mit ihren Visionen. Aus allen Bereichen strömten die Menschen dem offenen steirischen Herzen entgegen.
Auch Künstler aus der internationalen Musikszene lieben die Steiermark. Und was lieben sie am meisten? Ein Gitarrist, der die Steiermark lieben gelernt hat. Was ist der Grund? Was gefällt Ihnen an der Steiermark so gut? Die Art, wie man den Wein in der Südsteiermark genießt. Nämlich entspannt. Aber Sie wollen uns doch nicht verheimlichen, dass Sie auch den Schnaps lieben. Ja, hier steht einer auf einem steirischen Zirbenstand, ja, ein echter steirischer Nussschnaps, den es in Wien bei uns ansonsten eher selten gibt. Und alle, die gekommen waren, haben das grüne Herz wieder einmal schätzen und lieben gelernt. Auf Wiedersehen 2019, da freuen sich alle.